Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Wir müssen da durch. Okay, los geht's. Bleibt stehen, da kommen noch mehr. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Na, da sind sie. Bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sag Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Mist, mir leid. Tja, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Dutch. Zu viele aktive Schwärme. Die sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Thank you.
Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Und gut. Bleibt aber in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Dill, die Luke! Spring runter! Sieht aus wie eine Art Abluftschacht. Aber kommt er von einem Silo? Nur ein Weg, das rauszufinden. Wo sind sie hin? Kommt noch mehr? Weiter vorrücken! Alles klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir hier wegkommen. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Dave, kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstoff verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Seht ihr? Und abwärts! So viel zum Thema Silo. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Schalten wir zuerst die Drohne aus. Ich habe mein Ziel. Konzentrieren!
kommen lassen. Erste Granate! Schieß auf die Drohne! Oben sind noch welche. Ihr zwei geht vor. Verstanden. Vorsicht, Schwarm! Vernichtet. Oh, Scheiße. Träger! Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen. Euer Kondor ist fast in Reichweite, Delta. Okay, Verstärkung unterwegs. Ich hab Beschützer oder DA-1er. Was darf sein? Gib uns ein paar DA-1er. Geht klar. Hey, Impuls! Zentrale, der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Divis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Verstanden. Nope, ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Die Schalter. Hey, Delta. Was zur Hölle hat Dave gemacht? Ich empfange lauter seltsame Daten. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Umgebung wird gescannt.
Also minderwertige Core-Technologie gefunden. Na komm schon. Das ist fies. Wenden Sie sich an das Museum. Scheiße, Cyan! DB, Feind ausschalten! Versteht sich, Lieutenant. Zerstörung steht bevor. Verdammt, JD, wir haben unsere Verstärkung verloren! Scheiße! Jetzt suchen wir das Büro. Wie sieht das Büro eines Kommandanten so einer Anlage aus? Keine Ahnung. Eine große Tür, Namensschild, vielleicht steht Kommandant drauf. Das klingt logisch. Dell, das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. Vielleicht lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Sucht nach einem Lüftungsschacht oder so. Er muss groß genug für Dave sein. Das ist es wohl nicht. Dave, durch die Lüftung. Such eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Also, Bird will verschollene Daten. Wie sehen sie denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Sehr gut, Dave.
Das Büro des Kommandanten. Sehen wir uns um. Ein Safe. Passender Ort für geheime Daten. Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Oh, Scheiße, wir sind auf dem Weg. Scheiße, das war kein Witz. Da lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt zum Tod haben. Hilft uns einfach, sie loszuwerden. Alles klar, der Kontrollraum ist sicher. Schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Ach, kein Problem. Ist die Rakete intakt? Das ist er, ob du es glaubst oder nicht. Gut. Findet einfach einen Port, in den sich Dave einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Starter ein. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Delta, wir haben ein Problem. Die Luke des Silos, sie klemmt. Ja, natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Baird, Optionen. Raus da! Die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Keine Hydraulikenergie aktiv. Nein! Wir öffnen diese Luke. Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn. Ihr müsst da raus. Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test eingeleitet. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. Dave! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Und was jetzt? Keine Ahnung. Es muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Wir müssen über diesen Abgrund. Dave, lass die Plattform runter. Nein, ist es nicht. Wie viele Triebwerke hat eine Rakete? Normalerweise 4. Oh, komm schon! Ich
blockiert! Außenrum, los jetzt! Da oben! Sam, du kannst uns abholen. James, soll ich zuerst mit Jin sprechen? Vor der Besprechung die Wogen glätten? Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt etwa diplomatisch? Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Wir brauchen eine gemeinsame Front. Ja, wenn du meinst, dass es hilft, klar. Ich wünschte, du wärst im Silo auch so vernünftig gewesen. Hey, es hat geklappt, oder? Hör mal, James, kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Notwendig heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Was denkst du? Sie selber, alte Leier. Hey! Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay, ja, wir gehen schon mal rein. Los, Dave. Das war gerade echt mies. Ja. Tut mir leid. Die Sache ist die. Ihr zwei seid euch ähnlicher, als ihr je zugeben würdet. Thank you.
Du hast die Daten vor dir, Damon. Was? Das war's? Ich dachte, der neue Satellit würde sich automatisch mit den alten verbinden. Er findet sie nicht. Ohne regelmäßige Planung durch die Zentrale nimmt die Genauigkeit stetig ab. Vielen Dank, Iris. Deine Intonation stimmt nicht mit der wörtlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht wirklich. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Wohl kaum. Aber ich sehe mal nach. Sekunde mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feuern. Aber mit nur einem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute, sagt Hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues von ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und ihr gehört euch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch eine Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist...